Wir zeichnen eine errechnete Dreiecksliste. Wir fügen die errechnete Dreiecksliste hier ein. Rücken Sie zurecht. Und versetzen nunmehr die Punkte. Der erste Punkt, beziehungsweise besser wäre es, wenn wir gleich das Dreieckswerkzeug nehmen. Das Dreieckswerkzeug, der erste Punkt hat die Koordinaten 1, 5. Der zweite Punkt hat die Koordinaten 5, 1. Und der dritte Punkt hat die Koordinaten 5, 5. Das ist das erste rechtwinklige Dreieck. Beim zweiten Dreieck beginnen wir mit 10, 1, setzen fort mit 5, 5 und schließen ab mit 5, 1. Das Dreieck ist wiederum rechtwinklig. Das dritte Dreieck beginnt bei 5, 5, dann 10, 1 und schließlich 10, 5. Wiederum ein rechtwinkliges Dreieck. Dann 10, 1. 13, 5 und 10, 5. In der letzten Zeile haben wir noch zwei rechtwinklige Dreiecke, nämlich 7, 8. Muss ich erst fertig machen. 7, 8. Es beginnt bei 7, 8. 7, 8. Dann 1, 5, dann 7, 5, fertig und schließlich unendlich 13, 5, 7, 8, 7, 5 und fertig. Damit ist die Figur wieder aus einzelnen Dreiecken zusammengesetzt. Das wollten wir zeigen. Eine schöne Angelegenheit, eine schöne Übung.